Gerade erst vor ein paar Monaten hat Audi dem Q7 ein Facelift spendiert. Doch schon für 2025 steht die dritte Generation des großen SUV an. Ursprünglich sollte das Oberklasse-Modell unter dem Namen Q9 auf den Markt kommen. Doch scheinbar ist Audi wieder von der Idee abgerückt und behält die 7 im Namen. Und schon ein Blick auf den Namen verrät uns bereits, dass es sich auch bei dem kommenden Modell wieder um klassische Verbrenner unter der Haube handeln wird. Denn bereits im vergangenen Jahr haben die Ingolstädter verkündet, elektrische Modelle mit geraden Zahlen vom Band laufen zu lassen und den Verbrennern ungerade Zahlen zu verpassen. Unterm Blech steht also der neue auf der PPC-Basis. Das ist kurz für Premium Platform Combustion. Ganz neu ist diese Plattform aber nicht. Es handelt sich dabei eher um eine weiterentwickelte Variante des MLB-Baukastens von VW, den auch der aktuelle Q7 bereits verwendet. Motorenseitig sind also weiterhin 4- und 6-Zylinder-Aggregate sowie Plug-in-Hybride, die mit rund 100 Elektrokilometern vorfahren sollen, geplant. Ob der SQ7 seinen V8 behalten darf, ist aktuell aber noch nicht bekannt. Optisch könnte der Q7 bereits bei den Abmessungen etwas zulegen und sich näher an seiner Konkurrenz BMW X7 und Mercedes GLS orientieren. An der Front prangt der gewaltige Single-Frame-Kühlergrill, der mit dem neuen Modell noch einmal anwachsen dürfte. Die Scheinwerfer könnten dem Q6 e-tron nachempfunden werden und zweigeteilt kommen. Oben die schmale Tagfahrleuchte, darunter der Hauptscheinwerfer. Zum Innenraum ist momentan noch nichts bekannt. Ein ähnliches Layout wie im Q6 e-tron mit Beifahrerdisplay wäre aber denkbar. Doch bis wir das sehen können, wird es noch etwas dauern. 2025 soll der neue Q7 auf den Markt kommen. Und jetzt ist eure Meinung gefragt. Was haltet ihr von unserer Skizze zum Audi Q7? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ansonsten würden wir uns wie immer über ein Like und ein Abo freuen. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr gerne auch die Glocke aktivieren.